Herzlich willkommen bei Bildner TV. Beim Fotografieren ist Licht einer der entscheidenden Faktoren. Worauf man dabei speziell bei der Pferdefotografie achten soll und für welches Motiv welche Art von Licht am besten ist, das erfahren wir heute von unserer Expertin Wiebke Haas. Hallo, hier ist wieder die Caro. Jeder kennt die Redewendung, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Ihr merkt, es geht bei uns heute um Pferde und vor allem, wie man sie beim Fotografieren richtig in Szene setzt oder besser gesagt, in welches Licht man sie rückt. Wiebke Haas, eine der bekanntesten Pferdefotografinnen und Autorin des Buches Pferdeshooting, verrät uns hier auf Bildner TV viele wertvolle und praktische Tipps. Welches Licht sollte man wann verwenden und welche Lichtsituation eignet sich für welche Art von Pferdefotos am besten? Das alles wollen wir für euch klären. Ich habe mal gehört, dass man für gute Fotos das Licht immer direkt hinter sich haben sollte. Und ich frage mich, ob das wirklich immer stimmt. Denn Wiebke ist eigentlich Fan von Gegenlicht, wie wir ja im letzten Video erfahren haben. Auch direktes Licht hat durchaus seine Daseinsberechtigung, seine großen Momente und ist manchmal auch unausweichlich. Und wann genau es besser ist, die Sonne tatsächlich hinter sich zu haben, das schauen wir uns in diesem Video an. Übrigens, wer erst wissen möchte, wie man im Gegenlicht am besten fotografiert, der kann hier oben einfach jetzt mal auf das entsprechende Video klicken. Kommen wir jetzt aber zu den Situationen, in denen Frontallicht die bessere Alternative ist und manchmal sogar eben sich gar nicht vermeiden lässt. Wenn ihr ein Shooting habt und mehrere Tiere fotografieren müsst, dann ist es ja eben oftmals so, dass man schon viel früher anfangen muss mit dem Fotografieren, weil man kann ja nicht alles innerhalb der halben Stunde vor Sonnenuntergang irgendwie über die Bühne bringen. Und das heißt, ihr müsst einfach am frühen Nachmittag schon anfangen mit den Fotos. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass eben Sommer ist, dann ist ja das Licht sehr, sehr hart und recht knackig. Und da sieht es eben am besten aus, wenn ihr tatsächlich mit dem Licht fotografiert, weil ihr dort die neutralste Ausleuchtung eures Motivs habt. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, im Seitenlicht, da habt ihr sehr, sehr viele harte Schatten durch eben die harte Sonne im Sommer. Und wenn ihr euch schon so früh ins Gegenlicht dreht, dann habt ihr überhaupt nichts gewonnen, wenn der Himmel einfach nur komplett ausgebrannt ist. In diesen Fällen, also wenn ihr wirklich früh anfangen müsst mit Fotografieren, dann geht wirklich mit der Sonne. In dem Fall sieht es wirklich am besten aus. Wenn ihr klassische Porträts machen müsst, zum Beispiel für einen Züchter oder eben für Verkaufsanzeigen, dann ist das direkte Licht eben auch das neutralste Licht und stellt euer Motiv sehr sachlich dar. Und für solche Zwecke nutze ich das auch sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, wenn ihr auch mehrere Tiere fotografieren müsst, also zum Beispiel einen ganzen Welpenwurf oder ihr habt eben mehrere Pferde, die ihr fotografieren müsst, dann habt ihr auch immer eine gleichbleibende, konstante Lichtstimmung und habt einfach eine, ich will nicht sagen emotionslose Ausleuchtung von eurem Motiv, aber eben eine sehr sachliche, die sich wirklich nur auf das Motiv konzentriert und nicht auf die Stimmung links und rechts, weil darum geht es halt überhaupt nicht bei solchen Fotos. Mit direktem Licht kann ich also eine recht neutrale Stimmung erzeugen und den Fokus zu 100% aufs Tier setzen. Das heißt, ich habe dazu die Sonne im Rücken und das Licht fällt frontal aufs Pferd. Wenn ich aber ein stimmungsvolleres Foto bekommen möchte, dann arbeite ich besser mit Gegenlicht. Wie Wiebke uns ja schon erklärt hat, sollte man dann also eher versuchen, gegen die Sonne zu fotografieren. Es gibt aber doch auch Situationen, da will ich die Stimmung einfangen, habe aber die Sonne hinter mir. Was dann? Die Sonne kann ich mir ja nicht zurechtdrehen. Manchmal ist es aber eben auch so, dass der Hintergrund es gar nicht anders hergibt. Also wenn ihr euch entscheidet eben für den Panoramablick und genau dort geht jetzt aber nicht die Sonne unter, sondern die ist zu dem Zeitpunkt eben hinter euch. Ja klar, fotografiert ihr dann eben mit dem Licht, weil ihr dann eben den viel schöneren Hintergrund meinetwegen habt und dadurch ja auch eine gewisse Stimmung vermitteln könnt. Beispiel Meer. Wenn ihr am Meer fotografiert, natürlich wollt ihr zur Wasserseite hinaus fotografieren und wenn jetzt aber die Sonne nun mal genau hinter euch ist, dann ja, macht ihr das natürlich trotzdem und es sieht ja trotzdem schön aus, weil in diesem Fall eben das Motiv bzw. die ganze Umgebung das Bild trägt und die Stimmung vermittelt und nicht unbedingt jetzt irgendein romantisches Gegenlicht. Gibt es noch weitere Argumente, die gegen die Faustregel sprechen, Stimmung erzeugen durch Gegenlicht? Oder wann sollte ich vielleicht doch besser direktes Licht verwenden? Bei Gegenlicht tue ich mich doch schwer, zum Beispiel die Feldstruktur richtig gut einzufangen, oder? Zarte Morgen- und Abendtöne bringen das Fell der Vierbeiner besonders schön zum Leuchten. Das entgeht einem, wenn man immer nur im Gegenlicht fotografiert, also quasi, wenn ihr immer nur die schattige Seite eures Motivs vor der Kamera habt, weil ihr dann eben gar nicht die Möglichkeit habt, mal so richtig schöne Fellglanzfotos, wenn ich das jetzt mal so unprofessionell nennen kann, zu machen.
Dreht euch also durchaus auch, wenn ihr im warmen Morgen- oder Abendlicht fotografiert oder eben jetzt zum Herbst, mal mit der Sonne zu eurem Motiv und ihr werdet sehen, das sieht auch richtig gut aus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal ein richtig goldenes Pferd habt oder ein lackschwarzes, das kommt richtig gut, wenn ihr das eben auch mal mit der Sonne fotografiert. Klingt sehr verlockend, den anmutigen Tieren auch noch etwas Goldglanz zu verleihen. Bei der Pferdefotografie bewusst mit dem Licht zu arbeiten, kann tolle Effekte erzeugen. Im Buch von Wiebke findet ihr noch viel mehr Tipps. Den Link dazu findet ihr unten. Wenn ich nun Direkt- oder Frontallicht zum Fotografieren nutze, können dabei eigentlich auch Probleme auftauchen? Und was mache ich dann? Punkt 1 ist natürlich die Jahreszeit. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, im Sommer ist das Licht unheimlich hart. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Turnierfotografen seid, dann könnt ihr euch das nicht aussuchen. Ihr müsst auch mittags fotografieren und ihr werdet sehen, die Sonne steht so hoch am Himmel, dass ihr auch unter dem Kinn bzw. unter dem Kopf auf jeden Fall einen harten Schatten haben werdet. Wenn es irgendwie gilt, würde ich immer versuchen, die Mittagszeit zumindest im Hochsommer zu meiden. Aber falls es eben nicht geht, müsst ihr damit leben und dann habt ihr auch bei direktem Licht eben mal einen harten Schatten irgendwie auf dem Fell. Versucht vielleicht eher die hellen Tiere zu fotografieren zu dieser Zeit, wenn ihr das irgendwie sortieren könnt, weil helles Fell ja eben sehr viel mehr reflektiert und dadurch die Schatten auf dem Körper des Tieres an sich auch schon nicht so dunkel sind. Und dann könnt ihr die dunklen Tiere eher zum Abend wieder fotografieren. Es lässt sich manchmal aber nicht anders vermeiden und dann ist es eben so, versucht eben, wie gesagt, das zu umgehen, diese Zeit. Und wenn es nicht hilft, dann wirklich mit direktem Licht und im Hinterher ein bisschen aufhellen, die Schatten. Anders geht es leider nicht. Manchmal ist direktes Licht eben sehr reizlos, dadurch, dass ihr keine Licht- und Schattenspielereien habt und schon gar nicht irgendwie in diese Gegenlichtstimmung mit den Silhouetten im Fell der Tiere. Und es kann eben ein bisschen träge und langweilig aussehen, wenn ihr wirklich eigentlich ein Stimmungsbild machen wollt. Ausgenommen, ihr habt natürlich jetzt das Mega-Panorama und einen richtig zarten Ton, jetzt gerade im Sonnenuntergang schön pastellig. Dann hat es ja wieder seinen Reiz, aber ansonsten ist es doch eher eine sehr sachliche Ausleuchtung, die eher dazu passt, so ganz klassische Züchterporträts zu machen. Außerdem seid ihr auch farblich etwas eingeschränkt, denn wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr guckt euch mal den Herbstbaum an und der ist voll angeleuchtet von der Sonne, dann knallen die Farben natürlich auch richtig krass. Auch im Sommer, dann ist eben der Baum richtig doll grün, beziehungsweise das Gras und ihr könnt da zwar natürlich schon eure eigenen Farben auch reinbringen, aber es ist eben doch etwas eingeschränkter als jetzt im Vergleich zu diffusem Licht. Ansonsten, wie gesagt, bei direktem Licht seid ihr da ein bisschen eingeschränkter, weil eben alles sehr gesättigt, sehr stark und kontrastreich schon wirkt durch die Sonneneinstrahlung selbst. Diffuses Licht, das nächste wichtige Stichwort. Mit diffusem Licht lässt sich deutlich mehr Stimmung erzeugen als mit dem neutralen direkten Licht. Was für tolle Ergebnisse man damit erzielen kann, dazu hat unsere Pferdefotografin Wiebke gleich mehrere Tipps parat. Nummer 1, die freie Wahl des Hintergrundes. Wenn ihr euch jetzt einfach mal vorstellt, die Sonne scheint, dann könnt ihr einfach nur in bestimmte Richtungen fotografieren. Angenommen, ihr müsst tatsächlich schon 18 Uhr mit den Fotos anfangen und die Sonne geht aber erst 20 Uhr unter, dann habt ihr es mit relativ hartem Licht zu tun. Das sieht richtig blöd aus, wenn ihr euch dann schon ins Gegenlicht dreht. Das heißt, ihr seid eingeschränkt mit eurem Hintergrund, denn ihr müsst euch wirklich nach dem Stand der Sonne richten. Auch so für Gegenlichtbilder, wenn ihr wirklich gezielt mit dem Gegenlicht arbeiten wollt, dann könnt ihr euch nur zur Sonne drehen, damit das eben funktioniert. Das heißt, ihr könnt euch den Hintergrund nicht wirklich aussuchen. Anders bei diffusem Licht. Dort könnt ihr in jede beliebige Richtung fotografieren, denn wenn die Wolkendecke komplett geschlossen ist, dann sieht es eben in jede Richtung gleichmäßig ausgeleuchtet aus. Was für euch den enormen Vorteil bringt, dass ihr wirklich komplett freie Wahl habt und in Richtung des wunderschönen Panoramas fotografieren könnt und nicht irgendwie in die Richtung, wo ihr am meisten zu retuschieren habt. Ihr müsst weder auf Streulichter durch eben zu hartes Gegenlicht achten, noch müsst ihr irgendwie auf Schatten der Bäume achten. Ihr seid wirklich komplett frei in eurer Gestaltung. Ich versuche jetzt auch immer mal wieder ein paar passende Bilder einzublenden, aber ich gehe jetzt nicht im Einzelnen darauf ein. Ich hoffe mal, die Bilder zeigen so ein bisschen das, was ich hier gerade anspreche. Der Vorteil Nummer 2 ist die Farbgestaltung. Bei diffusem Licht haben wir einfach sehr, sehr zarte Farben, mit denen wir arbeiten können, dadurch, dass eben zum Beispiel das Gras nicht durch die Sonne angestrahlt wird. Ihr kennt das, wenn ihr rausguckt bei dem schönsten Sonnenschein, den wir jetzt zum Beispiel auch gerade haben, dann wirkt das Gras eben extrem satt, etwas gelbstichig. Wenn ihr
zum Beispiel in die Blätter guckt, die eben von hinten angestrahlt werden, dann leuchten die natürlich grün, gelblich oder jetzt im Herbst eben etwas wärmer. Und bei diffusem Licht, da habt ihr diesen Farbeinschlag aber gar nicht. Das heißt, ihr habt gar nicht diesen vorgegebenen warmen, strahlenden Ton, sondern ihr habt eigentlich eher so diese eher natürlicheren Töne. Was heißt natürlich? Also Sonnenschein ist natürlich auch natürlich, aber es ist nicht so geleitet von der Sonne, sag ich jetzt mal, oder die Stimmung wird nicht von der Sonne vorgegeben, sondern ihr habt einen komplett neutralen, gleichmäßig beleuchteten Hintergrund und damit auch eine komplett neutrale Farbgebung. Das ist besonders schön für eure Nachbearbeitung, weil ihr eben euren Lieblingsfarbton herausarbeiten könnt, beziehungsweise die Bilder eigentlich in jede beliebige Stimmung bringen wollt. Also ihr könnt aus einem diffusen Bild eben einen warmen Herbsttag machen, ihr könnt ins Kühlere reingehen und eben ein eher mystisches Bild machen. Und so stehen euch im Prinzip alle Türen offen, die eben bei einem warmen, goldenen Sonnenuntergang vielleicht schon so ein bisschen vorgegeben sind durch die romantische Stimmung. Es gibt bei diffusem Licht also keine harten Schatten und man ist dadurch auch freier, wo und wie man sein Model platziert bzw. positioniert. Also hat so ein wolkenverhangener Himmel durchaus auch seine Vorteile. Ein weiterer Vorteil laut Wiebke ist, bei diffusem Licht hat man keine wechselnde Belichtung. Wechselnde Belichtung, was bedeutet das genau? Das heißt, wenn ihr bei Sonnenschein auf einer Koppel seid, dann müsst ihr immer gucken, okay, wo sind die Bäume, wo entstehen irgendwie Schattenbereiche und ihr müsst gegebenenfalls während des Fotoshootings mehrfach die Kamera umstellen, eben wenn das Motiv im Schatten läuft und dann wieder in der strahlenden Sonne. Das ist für die Kamera, sind das zwei verschiedene Situationen und im diffusen Licht habt ihr das eben nicht. Das ist eine gleichmäßige Lichtstimmung und ihr könnt die Kamera eben so lassen, wie sie für den einen Fleck auf der Koppel passt, da wird sie genauso für den anderen Fleck auf der Koppel genauso passen, weil es ja wie gesagt eine Lichtstimmung ist. Also ihr seid wirklich, was das angeht, komplett frei in der Gestaltung. Ja, jetzt haben wir schon einige Vorteile gehört, die das diffuse Licht bietet. Aber natürlich muss man bei diffusem Licht auch ein paar Dinge beachten. Auch dazu weiß Expertin Wiebke Haas einiges zu berichten. Klar, generell gilt, die Lichtintensität allgemein ist natürlich viel, viel geringer als bei Sonnenschein. Das heißt, ihr müsst euren ISO-Bereich schon mal grundsätzlich höher pushen, wenn wir mit einer offenen Blende arbeiten wollen und eben im Tierbereich, da haben wir auch diese kurzen Verschlusszeiten. Das heißt, es kommt wenig Licht oder nur für kurze Zeit Licht auf den Sensor und wir müssen gegensteuern mit einer höheren Lichtempfindlichkeit. Das ist im Hochsommer alles noch ziemlich entspannt, weil die Sonne trotzdem sehr viel Kraft hat, eben diese Wolkendecke aufzuhellen. Jetzt im Herbst merke ich das auch, es wird schwieriger für die Kamera. Man muss also sehr viel früher schon anfangen mit den Fotos, um trotzdem, trotz der Wolkendecke, eben noch genug Lichtintensität zu haben. Denn sonst ist das für die Kamera, wenn ihr so, ne, wenn ihr im Herbst 18 Uhr habt ihr da den schönsten Sonnenuntergang, aber wenn eben eine Wolkendecke vor ist, dann habt ihr nicht mehr die Kraft der Sonne, die diese Wolkendecke noch genügend aufhält im Zweifel und das ist dann für die Kamera mitunter schon finsterste Nacht. Also da müsst ihr eben entsprechend in eurer Fotoshooting-Planung etwas gegensteuern und euer Fotoshooting weiter nach vorne ziehen, wenn ihr wisst, es ist ein bedeckter Tag. Wiederum könnt ihr dann auch 12 Uhr mittags fotografieren, weil es stört schlicht und ergreifend keinen. Wenn ihr hartes, schwieriges Licht habt, dann geht doch einfach in den Schatten, eben aus den genannten Gründen, weil ihr dort eben viel weicheres Licht habt, mit dem ihr arbeiten könnt. Ansonsten könnt ihr auch einfach vor dem Sonnenaufgang fotografieren oder eben kurz danach, dann habt ihr auch eine wunderbar weiche, diffuse Lichtstimmung und trotzdem noch, beziehungsweise schon, diese ganz zarten, sonnigen Töne im Himmel zum Beispiel. Also diese Pastelltöne muss ich euch nicht erzählen, ihr werdet, denke ich mal, wissen, was ich meine. Ja, und der Nachteil oder die Nachteile beim diffusen Licht sind, wie angesprochen, schon eben die hohe Lichtempfindlichkeit, die die Kamera mitbringen muss, also der immer etwas höhere ISO-Wert. Und das Fell glänzt schlicht und ergreifend natürlich nicht so stark wie bei direkter Sonne. Also die Fellstrukturen wirken matter, etwas stumpfer. Schwarzes Fell kann sogar mal richtig absaufen. Also da müsst ihr wirklich gucken, dass das Pferd dann oder eben euer Hund, was auch immer, trotzdem noch genug Licht von irgendwo bekommt. Also die Location an sich hell ist. Und ihr müsst halt oder ihr könnt in der Nachbearbeitung eben gucken, dass ihr das Fell in der Nachbearbeitung partiell noch etwas aufhellt. Aber es wird nie so diesen Glanz erreichen wie bei direktem Sonnenschein. Wäre auch komisch, also wenn man jetzt da irgendwie voll die Glanzlichter reinmalt. Das sieht man leider ziemlich häufig in der Bildbearbeitung, aber das sieht einfach unrealistisch aus. Also da müsst ihr euch, was das angeht, eben genauso dezent halten, wie eben die zarten Farben beim diffusen Licht ja auch dezent sind. Ich persönlich liebe das diffuse Licht einfach. Auch wenn es manchmal etwas schwierig ist, eben die Kamera da noch entsprechend einzustellen, beziehungsweise sie zu zwingen, auch bei sehr, sehr schwierigem Licht
noch gute Bewegungsbilder zu machen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das Rauschverhalten unserer aktuellen Kameras ist wirklich sehr, sehr gut. Und lasst euch nicht von ein bisschen Pixelmatsch auf dem Monitor irritieren, sondern druckt eure Bilder wirklich mal aus und guckt euch das an, entwickelt, und ihr werdet sehen, dass dieses Pixelrauschen gar nicht so schlimm ist. Also lasst euch davon nicht beirren oder irgendwie runterziehen, sondern nutzt dann lieber die tolle Lichtstimmung, und dann habt ihr halt ein bisschen Rauschigkeit im Bild, aber dann geht lieber mit der tollen Bildstimmung und habt lieber das super Motiv, als euch davon irgendwie abhalten zu lassen. Diffuses und direktes Licht bieten also tolle Möglichkeiten, seinem Pferdemotiv einen besonderen Touch zu geben. Danke an Wiebke Haas für Ihre Anregungen. Noch mehr Tipps und Tricks findet ihr in Ihrem Buch Pferdeshooting, erschienen im Bildner Verlag. Klickt mal unten auf den Link. Ich freue mich über euren Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Tipps zur Tierfotografie erfahren möchtet, dann abonniert uns und schaut wieder rein hier bei Bildner TV. Ciao!